Prinzessin? Kirsten? Wir vielleicht? Hier vielleicht? Nein. Oder? Au! Au! Ah! Oh, Scheiße. Oh, au! Was sind das für Schuhe? Au! Au, es geht schon. Jetzt mach wirklich nichts. Oh. Au! Es passt schon, Tiger. Tut es wirklich? Au. Hallo. Hallo, Prinzessin. Lass mich jetzt umsehen. Und hier kommt eine Bergbank rein? Nee. Dann ein Tischkicker. Du hast doch gar keinen. Ich mich. Nein, jetzt war doch mal. Tada! Steckt deine Gefahrenzulage drin. Und meine Überstunden. Rentiert sich das denn? Pack halt richtig zu. Ich muss mich jetzt waschen. Dazu haben wir keine Zeit mehr. Deine Mutter kommt gleich. Ein Dreierpack. Ich klebe vor Dreck. Scheiß auf Afghanistan-Staub. Mach mir nichts. Ja, gleich! Wer ist denn da? Wer ist denn da? Oh, du bist wieder da. Du bist wieder da. Ach, guck mal her. Frau Mutter, mir wird schwindelig. Lass dich mal angucken. Na, David, brauchst du wieder hier zu sein? Ja, mal schauen. Na, Benni? Du nimmst doch Kaffee, oder? Ja, bis gleich. Hallo, David. Na? Das war eine saugeile Aktion. 12 Stunden Fahrt für 270 Kilometer bei 49 Grad im Schatten. Ich dachte, ich verreck. Ah, nur ein paar olle Schulbänke. Die Kutschen haben sich gefreut wie Bolle. Aber warum bist du denn da bewaffnet? Mama, Waffe am Mann ist Pflicht. Warum denn? Was meinst du, wie viel Irre da rumrennen? Einer auf jeden Fall. Ja. Wer wollte euch denn was tun? Kleine Terroristenfinder, bist unter die Zähne bewaffnet, ha? Also, pass mal auf. Der David war in Afghanistan, um dort gegen die Terroristen zu kämpfen, die Deutschland und unsere Nachbarn hier bedrohen. Ja, so ähnlich. Naja, aber der hat ja gar nicht gekämpft. Ja, ich meine, gekämpft im Sinne von Frieden stiften, damit die uns nichts tun. Hast du das verstanden? Ja. Der Südbote hat mal vor ein paar Jahren einen Bericht rausgebracht über so einen ehemaligen Soldaten vom KSK hier aus der Gegend. Und der hat mit seinen Spezies im Kosovo damals Kinder von Gefangenen erschlagen. Ja, das war ja gelogen. Ja, klar war es gelogen, aber die hatten Rekordauflage. Habt ihr das auch gemacht? Nee. Aber das sind unsere Scheißlatrinen. Da haben wir jeden reingesteckt, der das Maul zu weit aufgerissen hat. Nächster. Hey,
Kleinschmidt. Psst. Ciao, Mann. Will dir nicht die Nerven. Hauptgefreiter Kleinschmidt meldet sich zum Abmelden. Da freut sich aber einer. Dann bekomme ich hier ein Autogramm zur Bestätigung, dass wir Sie heil zurückgebracht haben. Ihr Rückkehrseminar mit Frau Dr. Podacek findet in 2 Wochen statt. Ich würde mich aber freuen, wenn Sie die Gute in den nächsten Tagen unter 4 Augen treffen würden. Die stinkt aus dem Mund. Sie müssen sie ja nicht küssen. Da wäre ich auch der Erste. Wir sind noch nicht fertig, Hauptgefreiter Kleinschmidt. Über den weiteren Verlauf Ihrer Angelegenheit werden Sie über den Postweg informiert. David? Liebst du noch? Ja, ich komm gleich. Ey, mach wieder an! Du sollst wieder anmachen! Was wird? Mein Schwanz gebrochen. Ich kann ihn ja behandeln. Mit dem Fummel hat sie da unten meinen Jungs einen Haufen Kohle gemacht. Hab ich hier auch. Du bist so ein Dummschwätzer. Keine Behandlung? Ich habe extra eingekauft. Vielleicht morgen, ne? Thank you.
Rechtslage Ihres Falls am Ende ziehen. Weitere Anhörung. Wo bist du denn gewesen? Im Jetlag. Und was hast du da gemacht? Meine Wäsche. Wende, jetzt geh doch mal ran, Mensch! Er steht immer nur rum. Benni, der Ball ist da hinten. Benni, jetzt geh doch endlich mal ran, verdammt noch mal. Los, spiel mal schnell. Ey, dem Benni könntest du den Ball direkt vors Auge schießen. Der wird nicht mal sehen, wenn er eine Gehirnerschütterung hat. Das ist so eine Niete. Willst du ihn haben? Kuss vielleicht? Ja. Ey! Felix! Na, Rocky Kapur! Knopf, er liebt dich! Hast du zurückgekommen? Na klar, ist er kaputt aus oder was? Ein junger Gott! Servus, Kiss. Geht's dir gut, Felix? Kann ich klagen. Aber was mir gefehlt bei der Arbeit. Sag mal, wie ist denn der Chef drauf? Meinst du, ich kann vor dem Urlaub wieder anfangen? Ist gut drauf. Steht vor dir. Karl Mann hat abgedankt. Respekt. Und? Hast du dich um Kirsten gekümmert, als ich nicht da war? Wie? Weiß nicht, sie getröstet oder so? Hä? Wäre nett gewesen. Habe ich aber nicht. Ey! Geht's noch? Ich wollte dich ganz höflich fragen, ob du mit mir trainieren gehst. War das Rainers Idee oder was? Ist aber nicht mehr mein Job. Nur eine Stunde. Ich habe keine Zeit, das siehst du doch. Ich habe dir aber was mitgebracht. Zwei, vier, fünf, 25, 45, 55. 6, 6, 5, 6, 10, 6, 15, 6, 20, 6, 22. Reicht nicht. Pass auf, ich jetzt einmal mit dir trainieren, dann lässt du mich in Ruhe, klar? Guck mich so blöd. Von der Seite rein. Mein Gott. Geh doch mal richtig ran. Oder grätsch von hinten rein. Warum machst du denn eigentlich keinen anderen Sport? Bodenturnen zum Beispiel. Die krebsen dauernd auf allen Vieren rum. Fußball macht mir Spaß. Jetzt stell dich mal da hinten hin. So, ich kick dir jetzt den Ball zu. Wenn ich jetzt rufe, drehst du dich um und köpfst ihn. Verstanden? Jetzt. Mann, quatsch nicht! Komm, nochmal! Scheiße. Und, tut weh? Nee. Na, dann steh doch auf. Hä? So. Ah. Tut also doch weh, ja? Dann sag's doch gleich. Und erzähl's bloß nicht der Mami. Ist nämlich nicht meine Schuld. Ende jetzt. Ich hab's.
Durchgeknallt oder was? Jetzt greif doch mal ein! Ey, aufhören, ihr Mistratten! Sonst soll ich das mal ein! Willst du mich heiraten? Wer ist denn hinter dir? Warte, nimm den Kopf runter! Was erwarten Sie? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir haben uns erlaubt, Ihre Angelegenheit ohne weitere Anhörung abzuschließen, damit sich die Sache nicht länger hinzieht. Das liegt doch ganz in Ihrem Interesse, oder? Ja? Darf ich vorlesen? David Klein-Schmidt vereitelte dank seines Einsatzes gegen besagten Verdächtigen einen Attentat auf den 22-Mann starken Zug, Einsatz Kompanie 2 unter der Führung von Hauptfeldwebel Kleiber. Dafür erhält er die Einsatzmedaille in Silber. Sie können stolz auf sich sein. Aber David, behalten Sie das möglichst für sich. Mit Ihren Sachen gibt man nicht an. Haben Sie Frau Polacek angerufen? Nein. Machen Sie das. Leicht geworden. Ach so. Hast noch fleißig gegärtnert? Ich war noch mal in der Kaserne.
Warum? Medaillen holen. Was heißt vereitelte dank seines Einsatzes? Hast du ihn verprügelt? Nee, ich hab den erkannt und dann hab ich ihn festgenommen. Du bist ja jetzt ein richtiger Held. Aber nicht überall rum erzählen. Warum nicht? Mit ihren Sachen gibt man nicht ab. Na? Was brüllst du denn so? Fridolin ist ausgebrochen. Wie sieht er denn aus? Wie ein Schäferhund. Ist aber ganz lieb. Na, siehst du? Da ist er doch. Ein Schäferhund. Kann ich bei Gelegenheit mal ausbessern. Sag mal, hast du das gemalt? Ja, für dich. Ist gut gelungen. Sag mal, hast du Lust, noch mal ein bisschen kicken zu gehen? Oh ja. Mama? Ja? Darf ich mit David Fußball spielen? Hat er dich gefragt? Mhm. Was ist denn jetzt? Ist der draußen? Ja. Das ist sehr lieb von dir. Passt dir das denn? Ja, ich bin ja für sonst nichts zu gebrauchen. Manchmal denke ich, der Einsatz war richtig gut für dich. Du bist ganz erwachsen geworden. Naja, gab schon krasse Situationen manchmal. Ja? Ja. Gehen wir? Ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Also viel Spaß, ihr beiden. Passt aber auf ihn auf, ja? Na klar. Komm. Hey, komm hier lang. Wir trainieren heute auf dem Geheimplatz wie die Profis. Schade. Beinahe. Hm?
Technik hast du voll drauf. Ich weiß, warum du den Rest nicht checkst. Warum? Weil du Angst hast. Hast du bestimmt oft, oder? Was war denn da neulich los, als du den Wahnsinnsstunt von meinem Auto gemacht hast? Die anderen haben Frösche geröstet und gegessen und wollten, dass ich auch einen esse. Und du hast dich geekelt, oder was? Nee, mir taten die Frösche leid. Ist doch assi, wenn man die vorher foltert, oder? Wir haben die immer roh gegessen. Du Lüger! Nix Lüger! Wartet ihr die Frösche denn her? Dankeschön. Lecker. Du bist gemein. Hätte sie noch retten können. Wie denn? Einen kleinen Angriff zum Beispiel. Angriffen tun nur die Dummen, sagt der Papa. Aber nicht, wenn man damit jemanden rettet. Das haben wir in Afghanistan auch gemacht. Nennt sich dann Friedenseinsatz. Uiuiui, hoppa, da ist er wieder. So, jetzt musst du ihn aber retten, weil nochmal überlegt er das nicht, verstehst du? Na komm. Ah, hier. Ah, ist immer noch lecker. Komm ran jetzt. Na los. Au! Scheiße! Das ist eine richtige Kampfmaschine. Tut mir leid. Nee, ist in Ordnung. Hauptsache deinem Freund hier geht's gut. Und es geht sogar noch weiter. Wenn du mich richtig abmockst, sodass ich dem nie wieder was tun kann, hast du gewonnen. Enduring Freedom, Frieden für immer. Gott, ist das trostlos. Die sind so total schön. Das ist überhaupt nichts Grünes. Ja, das ist Wüste, Mutter. Wow, der Tiger. David, bauen die noch oder wohnen die schon? Ist das nicht wahnsinnig alt? Ja. Ja? Ja. Der neue Speer der Bundeswehr. Mit dem kommt in jedes kleine Loch, Alter. Was? Ihr habt ja echt nur Party gemacht da unten. Und wir machen uns Sorgen hier, Junge. Quatsch. Ja, okay. Patrouille, am Wache geschoben. Zeig dir mal, was darf. Ja, okay. Das war ein Bosbayana. Da waren wir ganz oft auf Patrouille. Er ist mal auf eine Mine gerannt. Es war zum Totlachen, wenn er Fußball gespielt hat. David. Was denn? Der war total cool drauf, konnte saugeil flanken. Da geht's anderen viel dreckiger. Hier. Ey, was denn? Die armen Schweine können gar nichts mehr alleine machen. David, lass es. Wieso denn? Felix hat mich doch danach gefragt, oder? Dann müssen wir hier gleich eine Freakshow draus machen. Die armen Kerle sehen halt so aus, da kann ich doch nichts dafür. Die anderen aber auch nicht. Ich bin sehr froh, dass ihr alle hier seid. Und vor allem bin ich froh, dass mein David wieder da ist. Wenn er nicht gerade seine David-Horror-Peter-Show zeigt. Und wir haben eine Neuigkeit für euch. Mein lieber David hat in Afghanistan einen Attentäter festnehmen lassen und damit 22 Soldaten das Leben gerettet. Wow. Und dafür hat er die Einsatzmedaille in Silber bekommen. Wow. Wow. Morgen wollen die Leute nur noch von dir gerettet werden. Komm her, lass sie warm. Glückwunsch. David, wieso hast du mir das nicht erzählt? Du Teufelskerl. Ich weiß, hast du nichts gesagt? Ist doch hier viel besser. Ich dachte schon, du bist schwanger. Ja.
gar nicht erzählt hast, dass wir eine Hilfsaktion passiert ist. Was denn für eine Hilfsaktion? Als ihr die Schulbänke geliefert habt. Aha. Mein Held aus dem Schwarzwald. Ich muss. Küss. Was denn? Ich muss, David. Und du musst auch aufstehen. Sorry, war keine gute Idee von mir, die Party unter der Woche zu machen. Die Geretteten werden es dem Messias verzeihen. Ja? Herr Kleinschmidt, darf man gratulieren? Wieso? Haben Sie doch schon. Aber nicht zu dem großartigen Artikel. Ja, das war mein Stiefvater. Sie sollten die Geschichte besser für sich behalten. Sie wissen warum. Ja, weil es Quatsch ist. Sie können froh sein, dass unsere Pressestelle solchen Quatsch auf Lager hat, zum Schutz ihrer Privatsphäre. Frau Dr. Polacek wartet übrigens auf ihren Besuch. Na gut, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss halt der Berg zum Prophet kommen. Ja, und ich muss jetzt zur Arbeit. Sie arbeiten schon wieder? Ja, wiederhören. Alles in Ordnung? Halt, du hast was vergessen. Du musst erst mit einer Hand die Haare festhalten, sonst kann ich dir mit der rüber eine drüber ziehen. Was ist denn los, Rocky? Es klappt doch schon gut. Ich hab aber immer noch Angst. Brauchst du nicht. Und wenn ich wieder auf die Brücke muss? Benny, du musst gar nichts. Wenn du erstmal einen von denen fertig gemacht hast, dann lass du die für immer in Ruhe. Das schwöre ich dir. Sag mal, hast du noch nie Angst gehabt? Doch. Klar. Bis ich 6 war ungefähr. Vor Höhe, Dunkelheit. Genau wie du. Ich bin aber schon 8. Und in Afghanistan manchmal. Zeig dir mal was. Da hatte ich richtig Schiss. Da haben wir einen Zugriff vorbereitet. Sag mal, Benny, wie findest du mich eigentlich? Toll. Und nicht noch was Schlechtes? Nö. Du bist der beste Halbbruder der Welt. So, so. Ihr habt mich ja erschreckt. Du bist ja gewachsen. Ja, Benny ist der Größte. So, ciao. Ciao. Bis morgen 3:30. Bis morgen. Ah, der Held auf der ganzen Linie. Ah, der rasende Reporter. Hat der Artikel nicht gefallen? Hättest du die Infos auch von mir holen können. Wieso? Hat was nicht gestimmt? Ne. Ich meine, du tust halt so, als wäre ich ohne Eier zurückgekommen. Oh Mann, David.
ever come home, if you ever come home, don't stop, Rose. Don't be crazy, don't be. Du hast doch da unten mehr Eier gezeigt als all die anderen. Why would you go back for when the sky is open? Oh nein, die habe ich ganz vergessen. Die hat sich irgendeine Psychologin angemeldet heute. Polcheck oder so, weil er zu irgendeinem Seminar nicht gekommen ist. Ich hatte angerufen. Ich hoffe, ich störe nicht. Zu wem wollen Sie denn? Zu Ihnen? David Kleinschmidt? Kenne ich nicht. Herr Kleinschmidt, bitte. Kommen Sie doch rein. Guten Abend. Haben uns beim Knutschen gestört. Es tut mir leid. Herr Kleinschmidt, Sie waren nicht beim Rückkehrerseminar. Ich wollte Sie lieber privat treffen. Herr Hauptfeldwebel Kleiber schickt mich. Ich hatte Einsicht in Ihre Akten. Ich weiß, wie sich Ihr Fall tatsächlich zugetragen hat. Muss ja spannend gewesen sein. Ja, das war's. Mhm. Sie haben heute ja gar keinen Mundgeruch. Auftrag von Hauptfeldwebel Kleiber. Kleiner Zugriff. Sie müssen hier nicht den großen Macker spielen. Ich weiß, dass Sie seit dem Vorfall Bettmesser sind. Sie da für eine Scheiße? Ich biete Ihnen eine Therapie an. Ich brauche keine Therapie. Gut. Dann müssen Sie mit Ihrem Problem alleine fertig werden. Ohne weiteres öffentliches Aufsehen zu erregen. Ansonsten werden Sie massive Schwierigkeiten bekommen. Was soll ich denn für Schwierigkeiten bekommen? Dass Sie mir wieder auf die Pelle rücken vielleicht. Zum Beispiel? Und wenn Sie da nicht reagieren, dass man aus Ihrem Verhalten Konsequenzen zieht. Herr Kleinschmidt, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wenn irgendwas sein sollte, dann können Sie mich hier rund um die Uhr erreichen. Danke. Entschuldigung. Wiedersehen. Wiedersehen. Los!
stör mich beim Schlafen. Ich weiß, dass ich auch was ändern muss. Aber dafür musst du mir mehr erzählen. Was denn? Wie alles gewesen ist. Du willst es doch gar nicht hören. Doch. Will ich. Du willst nicht hören, dass ich einen kleinen Jungen abgeschossen habe, weil ich es mal eben geil fand. Was denn für einen kleinen Jungen? Der jede Nacht auf der Bettkante hockt. Verarsch mich nicht. Du verarschst dich doch selber. Du willst überhaupt nichts hören. Jedenfalls keinen Scheiß. Tu was dagegen. Wogegen? Thank you.
Alles offen. Hi. Weißt du, wie spät es ist? Nee. Es ist 4:10. Wann waren wir verabredet? Entschuldigung, David. Ich bin erst in deine neue Wohnung. Gute Freunde lässt man nicht warten. Und außerdem habe ich es den Arschlöchern voll gezeigt. Den Kalli habe ich K.O. geschlagen und die sind alle vor mir weggerannt. So, so. Dann haben wir ja alles erreicht. Gehst du mit mir trainieren? Nee, ist zu spät. Ich will noch den Film sehen. Den kenne ich schon. Tschüss. Ja, ciao. Pech gehabt. Hey, warte, Bruder. Ich hab was für dich. Hier ist deine Belohnung. Ist von einer echten Kobra. Die Arme. Ey, das ist ein Tier und kein Mensch. Weiß ich doch. Mit Menschen macht man sowas Ekliges nicht. Doch. Wenn einer zum anderen richtig böse ist, macht man noch viel Ekligeres. Würdest du auch machen? Nee. Wollen wir wetten? Na, fester. Oh, genau. Auf geht's. So, mal alles, was du sagst. Guck mal hier. Warte! So, wo lang? Halt auf! Vorsicht, Baumstumpf! Links! Bisschen links! Rechts! Roll. Weiter rechts! Rechts! Viel Spaß, oder? Baum! So. Warte! Sauer witzig. Geiles Spiel. Das ist zu liebig. Das gehört dazu. Hilfst du mir mal hoch? Na komm, Großer. Wow! Hey! Sag mal, was hast du denn gemacht? Halb so schlimm, bin dumm gefallen. Bei dir ist aber alles okay. Ja. Bis morgen. Ciao. Ich glaube, wir lassen das morgen mal, das Training. Hm? Sag mal, das muss doch genäht werden. Ja, amputiert. Wo kommt ihr denn her? Training. Im Schlachthof, hä? Ja, genau. Sieht ja mörderisch aus.
du denn aus? Ich bin einfach dumm gefallen. Ich wollte mich mal bei dir entschuldigen. Wofür? Weißt du nur die scheiß Frage? Für alles. Ich. Das ist eine pauschale Entschuldigung. Ich besuche ihn. Ich wusste nicht, dass er weg ist. Kannst du dich gleich einziehen? Was? Ey, ihr zwei habt's doch schon gemacht, als ich weg war, oder? Ja, aber jetzt komm mal runter, Mann. Kirsten! Hey, ist nicht so eine gute Idee. Lass mich rein! Nimm deine Scheiß! Finger weg, da! David, hör auf, Mann! Scheiß! Scheiß! Scheiß Feuerwehr! Komm her, Mann! Ich wollte dir nur gute Nacht sagen. Ist alles okay? Guck mal, hat die Mama gemacht. Die hat den Zahn aber ganz stumpf geschmirgelt. Sieht trotzdem hammermäßig aus. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich möchte, dass Sie meinen Fall wieder aufnehmen. Herr Kleinschmidt, ich mache Ihnen jetzt ein Angebot. In Hamburg gibt es ein wunderschönes Haus mit einem bezaubernden Garten, da kann man sich wunderbar erholen. Und die Leute da haben sich auf Probleme wie das Ihrige spezialisiert. Ich habe keine Probleme. Glauben Sie, manche Menschen erinnern sich anders an ein Ereignis, als es tatsächlich stattgefunden hat. Das heißt, sie verdrängen die Wahrheit, um sich zu schützen. Was labern Sie denn? Ich kann mich an alles und erinnern, was passiert ist. Und Betroffene, ich habe keinen Bock mehr, dass die das nicht erkennen wollen, die werden einfach zwangseingewiesen. Was haben Sie denn eigentlich für eine Verletzung im Gesicht? Fußballtraining. Fußballtraining. Interessant. Dann werde ich mal Ihre Bitte weiterleiten. Nee, ist okay. Keine Wiederaufnahme?
Na, Großer, hast du Lust, eine Runde zu kicken? Ach du Scheiße. Sag mal, ist die Mama nicht da? Sie ist einkaufen. Du musst dem Fridolin helfen. Okay, lass mal los. Hier, das kannst du auch. Benny, wenn wir den jetzt zum Tierarzt bringen, dann leidet der noch länger. Hör auf zu heulen. Wenn einer so am Arsch ist wie der, dann will er nur noch seine Ruhe. Komm. Komm. Gebenedeit sei die Frucht deines Leibes, so wie der Leib von dem, der jetzt zu dir in den Himmel auffährt. Ich habe schon vorher gewusst, dass er gefressen wird. Woher denn? Ich hab's geträumt. Ich vermisse ihn so. Ich vermisse ihn auch. Hm? Ganz arg. Ich hab Angst. Dass ich wieder ins Bett mache. Ist nicht so schlimm. Willst du heute Nacht bei mir schlafen? Benny, du hast wenigstens einen Zettel schreiben können. Du musst den Fridolin so schnell wie möglich zum Tierarzt bringen. Dann schreibe ich doch keinen Zettel mehr. Schon gut. Ach komm, wir machen uns erstmal sauber. Was machst du eigentlich mit ihm? Ich trainiere im Fußball, deine Idee. Und ich kümmere mich, wenn ihr keine Zeit habt. Benny hat gestern ins Bett gemacht. Er ist launisch, seit er mit dir unterwegs ist und frech. Ja, der wird erwachsen. Aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja, zum Glück, sonst würde er ja so werden wie du. Warum hast du uns eigentlich nicht erzählt, dass du bei Kirsten ausgezogen bist? Geht euch nichts an. Ihr habt euch ganz doll gestritten, habe ich gehört. So was interessiert dich doch sonst nicht, oder? Das stimmt doch gar nicht. Mama, Papa. Darf ich heute bei David schlafen? Nein. Ich muss aber. Warum? Weil ich Angst hab bei euch. Hör zu, du schläfst nicht mehr bei ihm und du trainierst auch nicht mehr mit ihm. Aber was soll das denn eigentlich heißen, dass ich mich nicht interessiere? Man, ihr habt doch überhaupt keine Ahnung, wie es uns beiden geht. Natürlich sehe ich, dass er völlig durch den Wind ist, seit er bei dir rumhängt. Ach ja? Ja. Und dass er jeden Tag von seinen Kumpels in der Schule verkloppt wurde? Und dass ich ihm aus der Scheiße geholfen habe, weil ihr es nicht checkt? Ach, erzähl doch keinen Scheiß! Benny, stimmt das? Benny! Komm mal her. Möchtest du lieber bei David sein als bei uns? Ja, warum? Weil er mir ein Dorian Friedman beibringt. Hm? Die verjagen wir jetzt. Komm. Benny, wenn du das geschafft hast, dann bist du genauso mutig wie ich. Dann brauchst du nie wieder Angst haben.
Geh einfach weiter. Vergiss die Angst. Hast du gar keinen Hunger? Ich hole dich nach der Arbeit zum Fußball ab. Keine Zeit. Hört. Am Waldfriedhof in Forchtenwald. Ein kleiner Junge mit einer schweren Kopfverletzung. Alles klar. Machen wir noch. Kurzer Mus, Scheiße im Kopf. Oh, Benni. Benni. Was ist passiert? Wir wollten eine Mutprobe machen. Mutprobe? Also, der Benni wollte das. Wie sah die aus? Der Kali ist durch den Wald gerannt. Dann hat Benni ihn falsch gelenkt, mit Absicht. Und dann ist er voll gegen den Baum gegangen. David? David? Hey. Jetzt wieder gehen. Was war denn da vorhin los mit dir? Du kannst wieder gehen. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich muss dir aber leider sagen, dass ich rausschmeißen muss. Fix, meine Freundin, nimmst mir den Job. Was willst du eigentlich noch hier? Was will ich denn eigentlich hier? Felix. Hol irgendwo Hilfe, David. Ja, bei dir. Ich habe keine Ahnung, was mit dir abgeht. Du brauchst einen Profi. Also wenn du Hilfe brauchst, ruf an, ich bin sofort da.
machst keinem die Tür auf. Du hast mich verstanden. Keinem, okay? Bin gleich wieder da. Und wenn einer anruft, sagst du, ich bin am Klo. Benny? Benny, ich hab dir was mitgebracht. Ich muss für die Klassenarbeit lernen. Im Wohnwagen? Ja. Gut, dann stelle ich's dir hier hin. Wenn du nicht kommst, dann gehe ich jetzt. Darf ich den behalten? Na klar, der ist doch für dich geboren. Du, Benny. Es wäre natürlich gut, wenn wir jetzt gleich in den Wald gehen würden, ein paar Äste sammeln. Hä? Dann kann ich den Zaun sichern. Oder? Nicht, dass dem kleinen Kumpel ja auch noch was passiert. Naja, pauk du erstmal für deine Arbeit. Wird schon schief gehen. Ciao. David! Ich komm doch mit. Na, dann Rabner ist bald besser gesichert als wir im Einsatz, hm? Dann braucht er keine Angst mehr zu haben, stimmt's? Nee. Du auch nicht, oder? Sag mal, Benny, hast du eigentlich irgendwann mal Schiss vor mir gehabt? Da war keiner mehr. Guck mal. Ist ganz einfach, die ist schon entsichert, ja? Und geladen. Du musst nur noch zielen und abdrücken. Schon komisch, Ben. Ich hätte noch nie so einen guten Freund gehabt wie dich. Hm? Mit dem man alles machen kann. Kicken, raufen und der jeden Scheiß mitmacht. Hm? Zum Beispiel Fridolin erschlagen. Hättest du locker retten können, Benny. Aber nein. Kleine Benny gehorcht seinem großen Bruder, ne? Ja. Und unsere Wette, die habe ich auch gewonnen. Du kannst ja wohl jemanden abmurksen, der dir auf die Eier geht, Benny. Hä? Der Kalli verreckt jetzt im Krankenhaus am Schädelbasisbruch. Hast du super gemacht. Ganz toll. Nimm die Knarre hoch. Du hast deine Ehre verloren, Benny. Warum machst du denn den ganzen Scheiß? Ha! Oh, da guckst du mir mit deinen Augen. Oh. In Wirklichkeit hast du nur vor einem Angst, nämlich vor mir. Hä? Dann tu was dagegen. Tu was dagegen, dass ich so ein Arschloch bin, Benny. Tu was dagegen! Kleiner Hosenscheißer. Alles nur ein Spiel gewesen, Benny. In Wirklichkeit gehst du mir nach wie vor am Arsch vorbei. Enduring Freedom braucht seinen Preis. Man muss mutiger sein, als man will. Schießens! Benny?
komm, langsam atmen. Langsam atmen. Okay? Komm, setz dich. Runde oder was? Nee. Dann sag ich Runde, zwei Runden. Mensch, Alter, ist ja heute Sicherung durchgebrannt, oder was? Ja, volle Rotze. Hast du vielleicht einfach ein bisschen früh wieder angefangen? Was jetzt? Nee, ich hab ein Trauma. Kann ich voll verstehen. Da tust du was Gutes, bringst den Kids da unten Schulbänke und dann kommt so ein Hanswurst und will den Arsch wegsprengen. Es war aber keine Schulbankaktion, das war alles gelogen. War bei einem Zugriff. Da bist du in ein Tornado geflogen, oder was? Mission Impossible. Es war so ein Ding mit den Amis zusammen. Wir mussten da den äußeren Ring stellen, weil die da so ein Taliban-Nest ausheben wollten. Es hieß, dass er einer in der dritten Rangfolge zu Bin Laden, Al-Qaida oder so. Red doch keinen Mist, Bin Laden. Mann, jetzt lass ihn doch mal ausreden. Ja, ist ja gut. Und dann standen wir da rum. Und entweder ziehst du eine oder nicht. Wow. Wir haben dann gewartet, also auf den Knall, wenn die Amis den Eingang sprengen und wir dann näher ran sollten. Leg doch mal. Aber da ging dann nichts. Ich dachte, ich pisse mir ins Hemd. Und dann tauchte da dieser Knirps auf. Ladentäter. Das ist doch gut. Das war ein kleiner Junge. Die Kurz sind immer eigentlich zu uns gerannt, weil wir den Süßigkeiten gebracht haben und haben sich immer gefreut. Aber der ging mir auf den Sack. Der hat der Terror gemacht. Und dann ist er total ausgetickt und hat mit Stein geworfen. Als ich mir einen am Kopf getroffen hatte, ging mir die Lichter aus. So wie heute. Nee. Ich hab den erschossen. Du hast 20 Stunden das Leben gerettet. Wir haben das ja 1000 Mal geübt. Es ging fast wie automatisch. Sauber. Das ist ein Wahnsinnskick. Das ist erleichternd. Peak. Wer kommt? Spielst du mit, David? Ja. Komm, mischen wir noch mal. Blinde Sau. Also, Prost. Schieß her! Locker.
Dein Kleiner da. Ein Kleiner haut halt noch einen rein, das sag ich euch. Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Warum? Die Leute werden nervös, wenn du so rumschreist. Wir schreien doch alle rum, oder? Ja, aber die haben nicht so eine Geschichte hinter sich wie du. Das hat doch damit nichts zu tun. Hau die Pille rein! Schieß den Ball rein, Benni! Geh von hinten rein, Benni! Laut, Ende! Laut! Laut! Ja! Hey, Mann, pass! Spiel rüber! Okay. Super! Super! Siri! Ich weiß, wo dein scheiß Auto steht! Ist was? Nö? Ey! Ey! Du Hurscheißer! Du Kopf! Benni, du machst das super! Das ist sehr gut, Benni! Ja, komm schon, geh ran, der Mann! Super, Benni! Komm schon! Mach eine Flanke! Flanke! Sehr gut! Ja, ja! Ja! Ganz schön gemacht, Nelly. Großer Junge. Ey! Und dann die Fälle! Ey! Schön unten bleiben. Alles klar, schön ruhig bleiben. Und hoch! Nein, los! Komm! Die haben ja auch einen Schrank voll Waffen am Gürtel hängen. Ich frage sie noch einmal, wozu? Alex, geh nicht schneller. Nichts passiert. Alles sauber. Zum Picknicken. Dankeschön. Bitte. Ich danke Ihnen. Herr Kleinschmidt, es ist nur ein Angebot. In Hamburg werden Sie mal aus einem draußen. Ich will erst mit Benni sprechen. Wer ist Benni? Das ist mein Bruder. Und wo kann ich Benni finden? Das ist klasse gespielt gerade. Klar. Hör mal, hältst du mich für krank? Und sag noch mal, wie du mich findest. Benni, du sollst nicht lügen. Meistens bist du lieb zu mir. Und sonst böse? Ein bisschen vielleicht. Okay, ich komme mit. Dann fahren wir jetzt zu Ihnen nach Hause, da können Sie Ihre Sachen packen. Nee, ich brauche nichts. Aber Sie müssen doch wenigstens... Nichts muss ich.
Endlich da. Komm rein. Willst du irgendwas als erstes machen? Essen, duschen oder schlafen? Ich weiß gar nicht genau. Es hat sich nichts verändert. Ich dachte, du kannst das Zimmer für dich haben. Wenn du mal deine Ruhe brauchst. Dankeschön. So, der müsste jetzt eigentlich halten. Mal sehen. Mutter, kannst du mal weggehen? Ich will David was zeigen. Ihr geht aber nicht aus dem Garten weg. Klar. Die habe ich extra noch im Herbst gefangen. War ganz leicht. Mahlzeit. Wir merken nichts mehr. Ich bin jetzt Stürmer in der D-Jugend. Siehst du? Hast du gesagt, dass es drauf hast? Hab ich auch. Und morgen.